Hallo, ich bin's wieder, die geile Claudia vom ORF. Und heute geht's um einen Cooper Patrick, 30 Jahre ist am Berg. Und einige Mythen müssen wir aufklären mit den Gästen, was ich auch da hab. Und die kenne ich selber nicht und muss jetzt nachschauen auf den Zettel und das oberlesen, gell? Wie immer, der Schierste zuerst, das ist der Walter Rosenkranz, und der wird aufklären, ob der Patrick mit der Müllabfuhr geliefert wird oder regulär geboren ist, gell? Nicht? Der nächste, der Tassilo Valentin, brauchst gar nicht so depper grenzen. Der wird uns was über das Berufsleben und die Entwicklung von Patrick heute erzählen. Der hat da recherchiert, gell? Nicht? Ja, und der nächste, das ist der, taugt mir von der Magd. Der Bogo-Doktor, der Dominik Flatsch, ich weiß nicht, was der da hat, aber auch irgendwas. Ja, schön, dass du da bist, das gefreut mich persönlich, gell, du? Fesser Bursche, du, ne? Ja, und der nächste, das ist, glaube ich, ein guter Freund von Bogo-Mack oder Brunner-Michi, den haben wir aus Sicherheitsgründen, weil er außer Blödsinn nichts redet, den Mund zugeklebt. Ja, und der nächste in der Runde, das ist der Groß-Gerald, der wird heute gar nichts sagen, weil er seinen Zettel, wo er sich alles aufgeschrieben hat, zu Hause liegen gelassen hat, nicht? Ja, und last auf der Liste ist der Staudinger Henny, der eine wunderbare Geschichte aufgedeckt hat im Zuge seiner Recherchen, die wahrscheinlich überhaupt noch keiner weiß. Gell? Ja, wir haben das Esternberger Eigengewächs Patrick Kotbauer eingeladen. Er hat unsere Einladung nicht angenommen. Seine Begründung, ich zitiere sein Management: Patrick Kotbauer bedankt sich für Ihre Einladung. Keiner seiner Spezies hat als amtierender Jubilar während seiner Geburtstagsfeier an TV-Sendungen teilgenommen, mit gutem Grund. Die Wahrung der Würde seiner Gäste ist für den 30-Jährigen sehr wichtig und diese Tradition wird auch Patrick Kotbauer folgen. Selbstverständlich steht er den Medien für Interviews zur Verfügung und ist laufend mit Bürgerinnen und Bürgern in ganz Esternberg in Kontakt. Finde ich voll cool, vor allem, weil mich gefreut ist auch nicht da bei euch Leute sitzen, gell? So, starten wir los. Erster Beitrag. Walter, es ist ja behauptet worden von seinen Geschwistern von Patrick, dass er mit der Müllabfuhr gekommen ist. Stimmt das? Das ist eine bodenlose Frechheit, diese Behauptung haben seine Geschwister aufgestellt. Kopa Patrick ist natürlich ganz normal wie jedes Kind aus seiner Mama herausgekommen und nicht aus einem Müllauto. Das hat er natürlich auch verzweifelt, immer einzubringen und zu bekämpfen und zu bezeugen, dass er von einer Mama geboren wurde. Er hat bei mir angerufen, ich hab ein Foto dabei, man sieht seine Verzweiflung im Gesicht, weil er das richtigstellen wollte und er hat dagegen angekämpft. Ein weiteres Foto habe ich dabei, da sieht man es, wie es Indianer mit einer Hacke gegen diese Falschmeinung ankämpft, geht natürlich nicht. Und ein drittes Foto habe ich noch, da ruft er mich an, weil ich bin Rechtsanwalt, ich kann das und ich stelle das richtig. Und seine Schwestern sollten ihm jetzt zur Entschuldigung einen Kuchen backen und eine Kiste Bier vorbeibringen. Ja, super, Walter. Du, Tassilo, was sagst du zu dem ganzen Schmus, ha, du? Ja, meine Aufgabe war ja, meine Hausübung sozusagen, den beruflichen Werdegang des Patrick Kotbauers zu ermitteln und zu recherchieren. Und ich bin auf ganz was anderes gekommen. Er ist von einer Mama herausgekommen als fertig ausgebildeter Koch. Der habe ich ein Foto da, das zugesetzt. Und da sieht man seinen Papa, wie er schon mit der Kochmütze da liegt. Und dann, das hat ihm aber nicht so taugt. Jetzt hat er dann umgeschult auf Forstarbeiter, habe ich auch ein Foto. Das hat er auch nicht so lang gemacht. Und dann war er beim Bundesheer angestellt als sehr guter Kampfpilot. Da sage ich immer, sagt mir ein Foto. Aber das Bundesheer hat dann um 3 Uhr Nachmittag gesagt, es gibt kein Bier und das hat ihm nicht getaugt. Jetzt hat er umgeschult auf Profireiter. Hölle Bölle, Profireiter, das taugt mir auch, weil der ist ja fast noch cooler wie du, Marco Bogo. Was sagst du da dazu, ha, du? Ich möchte sagen, es ist sehr geil, weil um 9er Bier, um 11er Bier und um 3er Bier und zum Mittag 2, 3, 4 und am Abend noch Feier und Bier, das finde ich schon sehr wichtig. Darum verstehe ich, dass ein Kampfpilot beim Bundesheer ist, konnte ja auch nicht ohne Bier, ohne Vollflaschel Bier, das geht einfach nicht. Das wichtige Konstellation für mich ist einfach, außerdem könnte ich jetzt ein Bier haben.
möchte jetzt auch eins. Brunner Michi, kann das sein, dass bei dir der Kleber von der Goschen aufgegangen ist? Ich möchte vorausschicken, dass ich es eine Frechheit finde, dass man mir den Goschen zugeklebt hat und ich bin in den Grundrechten meiner Fassung erschüttert und ich möchte gar nichts mehr sagen, weil es eine Frechheit ist. Und ich möchte den Patrick Geburtstagswünsche schicken zum 30er und alles Gute und ihm wünschen, dass ihm niemand irgendjemals die hier da die Goschen zugeklebt, so wie sie von diesem blöden ORF da herinnen. Alles Gute, Patrick Kupper, alles Gute zum Geburtstag. Ich gehe jetzt nach Hause. Schluss jetzt. Stadinger, jetzt komme ich zu dir. Musst du sagen, die Jacken, was du da hast, die passt gar nicht. Aber wurscht, bitte zeig jetzt der Klasse deine Arbeit. Ich bin ja draufgekommen, dass die Eltern und Geschwister von Patrick ihm einmal wirklich echt in der Mitte in Esternberg vergessen haben und er hat die ganze Strecke irgendwie heimgehen müssen. Und ja, das war nicht schön. Und es gibt da auch einen Videobeitrag, den habe ich auch mitgebracht heute zu euch. Den würde ich mir ganz gern jetzt, wenn es geht, mit euch anschauen mit euch. Super, ich habe einen Videorekorder dabei. Schauen wir sich gleich den Film an. Aber der Film ist auf DVD. Gerald Groß, du schreist die ganze Zeit rein da, während einer was zum Sagen hat. Und das ist voll deppert. Was ist so wichtig? Der Videorekorder. Ich bin der Meinung, der ORF sollte schon halt in Zeiten wie diesen keinen Videorekorder oder DVD-Player haben, sondern einen Media-Player. Media-Player hin und her, das ist das. Bitte setz mir doch nicht deppert, wenn der Staudinger kommt mit DVD-Videorekorder oder so. Das ist so nicht mehr zeitgemäß. Der ORF braucht einen Media-Player. Media-Player! Muss man leicht da jeden Blödsinn mitmachen? Ich finde das vollkommen hirnrissig. Schluss jetzt. Ich schreibe die Hausordnung zweimal und jetzt der Film. Absolut sinnlos mit euch. Tut mir leid, ich führe jetzt alleine durch die Sendung. Ja. Wir schauen uns jetzt den Beitrag an mit Patrick, wo er abgeschoben wird in die Kirche und immer mit heimkommt irgendwie. Weiß ich nicht mehr genau, wie die Geschichte vom Henne ist. Und sie entscheiden selber, ob das wild ist oder nicht. Und schauen wir uns mit dem Beitrag an. Und dann schauen wir uns, wie es weitergeht und los. Ich war, es schneit heute so, ja, ich bin gespannt, super. Kriegen wir mit der Schneemann. Super. Kriegen wir vom Christkind irgendwas, so ein Bob oder ein Schlinn, was gescheit ist, was richtig anziehst. Da mit der Neichen. Nein, wir gelachen die haben wir nicht. Ja, genau. Musst du dir wegbrauchen. Und auf die Würstel gefreut. Ja, Brotwürstel. Selber gestrickte Säcke. Wer klopft an? Ja, wer soll denn sein? Das habt ihr in der Kirche vergessen. Ich bin nur daheim. Was willst du denn? Junge! Oh nein, oh nein. Wenn ich den Kleinen, der voll wieder mit dem Müll abfällt, wo ich hergekommen bin. Ich bin der Bruder der Buur! Patrick! War es recht kalt? Was kalt? Hast du gefiert? Ja, bist du mit meinem Nachbarn nicht heimgefahren? Ja. Bin der kalt? Super. Warum hast du uns denn nicht angerufen? Ich hab gleich kein Geld nicht mehr gehabt. Für Telefonzahl? Nein, Gewehr. Mei, da muss ich direkt warnen. Ich fahre jetzt heim. Ich bin mich gefreut nicht mehr. War schön mit euch, mit dem Studio. Ich gehe jetzt heim. Euch noch schöne Feier. Trinkt nicht mehr zu viel. Guten Abend.